Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu den unglaublichen, tierischen, geheimen, eindrucksvollen, experimentierfreudigen, tintendurchtränkten, vollgepackten, verzweigten, mehrfach fortgesetzten, unverbrauchten, versteckten, wirschen, karnevalistischen, miasmatischen, rachsüchtigen, verdammten, albtraumhaften, sprunghaften, absurden, frostigen und manchmal auch ein wenig seltsamen Abenteuern von Rasputin van Helsing. Warum liegt hier eigentlich so ein Sphinxkopf? Das fällt mir jetzt erst auf. Ich letzte Folge irgendwie überhaupt nicht wahrgenommen. Dass das hier so ein riesiger Kopf mit einer Michael Jackson-Nase ist. Ah, dankenswerterweise, seit dem neuen Patch habe ich gerade festgestellt, dass wenn ich aus dem Spiel raustabbe, jetzt das Spiel abstürzt. Was sehr bedauerlich ist. Weil ich zwischen den Folgen immer raust habe, um die Liste mit den Adjektiven weiterzuführen. Also vielleicht ist das jetzt auch nur einmal passiert, keine Ahnung, aber wenn das jetzt jedes Mal abstürzt, nach jeder Folge, habe ich halt mal so gar keinen Bock drauf. Na, gucken wir mal. So, ist hier eigentlich noch was Spannendes? Ach, es ist hier Vorräte aus dem Lagerhaus. Okay, dann bin ich hier total richtig. Waren die schon? Ach nee, die sind hier. Na, was ist? These could be the ruins of the storehouse. By the looks of it, a huge fire raged here recently. The gnomes must have seen this from the village. So, the tricky little guy fooled me. There is no vital information, I guess. Grab what we can and return immediately. Okay, sonst nichts hier. Offensichtlich. Sehr mysteriös. Bin mal gespannt, was der jetzt von uns möchte. Oder was der jetzt macht. Die letzten waren ja nicht so richtig glücklich. Gott, dass wir da auch wirklich noch mal über die halbe Map rennen müssen. Ich glaube, danach gehe ich erstmal in die Stadt, bevor wir weitermachen. Da sind wir eh relativ am Eingang von der Ebene. Oder? Ja. Ja. Okay. Faith has a twisted sense of humor. The gnomes who wanted to be fed are now getting eaten by monsters. They sent us a way to fetch food, only to become food themselves. How philosophical. Care to join them as dessert? This dessert will be your last. Das war hart sinnlos. Okay. Da hatte ich mir irgendwie mehr von erhofft, um ehrlich zu sein. Das hat sich schon mal so gar nicht gelohnt. Also abgesehen von den... Wow, ein Skillpunkt. Hip hip hooray. Gut, da kann ich nichts machen. Kann ich hier irgendwo... Plattform, Nahkampf. Ja, könnte ich eigentlich nochmal einen Punkt reinstecken. Schad nix. Stadt, bevor ich es vergesse. Your Chimera has returned from the hunt. Außerdem ist hier Alarm. So, haben wir hier irgendwas?
Nichts, was noch offen wäre, okay. Unsere Späher haben eine weitere verlassene Untergrundforschungseinrichtung entdeckt und aufgrund eines unglücklichen Fehlers, aber man sieht, sie haben das tatsächlich korrigiert, aufgrund eines unglücklichen Fehlers sind alle Versuchsobjekte freigekommen. Es ist uns gelungen, das Labor vorübergehend zu versiegeln. Die Türen werden jedoch nicht ewig halten. Wir müssen jemanden dort hinunterschicken. Im Inneren befindet sich eine Armee von ekelhaften Abscheulichkeiten. Wir müssen uns auf engen Raum, der mit Flecken gefährlichen Materials übersät ist, darum kümmern, einen Albtraum von einer Mission, wenn er mich fragt. Sie muss jedoch genauso erledigt werden. Okay. I could take a look at those amazing machines if you want me to. Ich glaube, das klingt ein bisschen. Sind gewöhnlich mit einem Notfallsystem. Bla bla bla. Ich muss mich bis zum Kontrollraum auf der untersten. Nee, das klingt irgendwie nicht so gut. Was hat der zu sagen? Kampf auf engem Raum beherrschen wir am besten. Everything seems to be fine. Dann ist das total sein Job. Der kriegt auch noch ein tolles Item mit. Und zwar. Was kriegt er? Was braucht er denn mal so? Was haben wir denn hier überhaupt? Aufklärer, Hinterhalt. Was bringt das? Aufklärer. Oh, machen wir mal. Wird schon passen. Aber wir können. Haben wir ein bisschen Gold? Nein, nicht so richtig. Wird schon passen. Senden. So, dann ist das erledigt. Dann können wir uns um die Erkläre-Chimäre kümmern. Haben wir hier Spannendes? Das ist ziemlich super für Katie. Das ist eher so lala. So, habe ich hier nicht irgendein Unique gekriegt? Ach, hier. Das ist wieder so ein. 10 Basis. Aber warum nicht? I can't use that. Ah, das hatte ich, glaube ich, schon, ne? Naja gut, wir füttern Spritne erstmal ein bisschen. Und dann kann Spritne eigentlich. Eigentlich mal hier hin. Okay, ich find's ganz gut, dass uns hier der Buchhalter nicht mehr die ganze Zeit voll quatscht. Das macht's ein bisschen angenehmer. Alright, so wenn wir. Ha! Time to teach him a lesson! Natürlich. Den ganzen Stuff verkaufen. Oh, dann haben wir sogar ganz gut Geld. Mal gucken, wie lange das vorhält. Nee. Oh, holla, plus 109 SPS, das klingt nach Stimmung. Klingt, als würde ich es haben wollen. Klingt total, als würde ich es haben wollen. Diese Stiefel sind alle eher so mäßig toll. Die Handschuhe sind auch eher so lala. Also sie bieten alle natürlich mehr Schutz und Gedöns. Alter, plus 57 Schutz ist natürlich schon nice. Weil die auch einfach viel mehr Verteidigung haben. Aber der Schaden geht dann natürlich schon ganz gut runter. Also Schaden und Schutz mehr ist bei Items im Moment eher so nicht drin. Das ist für Katharina ganz nice. 11 Schutz, 57 Lebenspunkte. Will ich dafür jetzt 18.000 ausgeben? Eigentlich nicht. Eigentlich möchte ich lieber für diesen Ring was ausgeben. Habe ich den jetzt? Goddammit. Das ist doch auch alles nicht wahr. I might have something for you.
Ringe hin und her tauschen ist schon hart anstrengend. Okay, jetzt können wir uns auf jeden Fall nicht mehr viel leisten. Das heißt, das Thema ist durch. Wir könnten Essenzen verkaufen, aber die bringen alle nicht so viel. Aber das Ding können wir noch verkaufen. So, dann gehen wir noch mal ein bisschen verzaubern. Zumindest ein, zwei Items. So viel Zeit muss sein. Sometimes I miss the campfire and the music. 7 Schergen Widerstand, das finde ich ziemlich super. Das ist alles verzaubert. Das Amulett noch nicht. Goldchance. Nee. Toll. Kann ich mir keinen Verzauber mehr leisten. Fantastisch. Das ist verzaubert. Das ist nicht verzaubert. 5% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. Sehr schön. Dann können wir uns jetzt, glaube ich, auch nichts mehr leisten. Was kostet das? I wish I could explore these tunnels. Achso, das ist komplett zurücksetzen. Nee, komplett zurücksetzen möchte ich jetzt eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Mir fällt ein, wir hatten echt lange. Orgovia is in danger. Do your best, Hunter. Natürlich. Wir hatten echt lange keine Tower Defense Mission mehr, ne? Fällt mir nur gerade mal so ein. Aber nun ja. Na Juti, nachdem wir das alles geklärt haben, gehen wir mal wieder in die Tinte. Don't have enough rage. Bedauerlich. Wo lange ist dieses Bushaltestellenschild her? Also es ist kein Bushaltestellenschild, aber es könnte eins sein. Winter is coming. Or is it already here? I'm so confused. Ach ja. Müsste ich auch dringend mal weiter gucken, wenn ich irgendwann mal dazu komme. Wenn ich ständig dieses lästige Arbeiten dazwischen käme. The rubble blocked the bridge. We need something to get us to the other side. Like explosives? That is actually a good idea. The sentry was talking about a mining operation, if I'm not mistaken. Jetzt wieder zurücklaufen. Okay. Also Sprengstoff holen. Wo geht's hier noch lang? Hier so. Ach, hier tatsächlich, okay. Okay, weiter nach unten komme ich nicht. Dann gehe ich mal hier in die Bobbahn rein. Pavel, der Kaufmann. Hallo, Pavel. Oh, another human to ruin us. I have everything you might need. Fish skin coats, beard grease, shovels, wooden sandals, explosives. Let me handle this. We need explosives to get over the bridge, you nice little gnome. An untouched set of explosives, stolen by yours truly, for a kiss. Take it or leave it. Oh, step closer, my brave little friend. Eek! You can have the package for free. I must admit, that was a neat trick. Sehr schön. Okay, das hatte was. Stand das fast da eben schon? Ich hoffe, wir jagen nicht die ganze Brücke damit hoch, aber...
Zumindest Katie könnte im Zweifelsfall rüberfliegen. Let's blow this rubble sky high. Ja. Das war spektakulär. Really? Oh Gott, Tentakelspaß. So Deko. Nichts Besonderes. Schade. Diese Rüstung. Nope. Nope, nope, nope. Ich kann eigentlich noch total viel Stuff in meine Waffe packen. Your Chimera has re- ja. Aber das ist eigentlich jetzt... Ah, da müssen wir wieder so weit laufen. Okay. Gott, Krakenoider Anführer. Ich habe voll das Problem damit, das Wort Krakenoid auszusprechen. Krakenoid, Krakenoid, Krakenoid. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwas dazwischen. Hurra, ganz viel Gold. Leider keine Items. Und die Tintenlarve ist auch gleich mit weg. Ja, aber voll gut, dann können wir gleich nochmal in die Stadt gehen. Weil wir dann auf der nächsten Ebene rauskommen. Wow, hallo. Und dann nicht so weit laufen müssen. Das ist eigentlich sehr praktisch. Also, erstmal rüber da. Insel des... Die Insel des Schreckens. Okay. Die Tintenlarve finden, okay. Erstmal Stadt. Dann kurz mit Spritney abfeiern. Das hat sich jetzt nicht so gelohnt. Kleines Elixier der Gesundheit haben wir jetzt gefühlt auch schon 38 Mal bekommen. Dann gehst du halt... War die hier oder war die hier? Egal. Okay, das hat sich jetzt geldtechnisch natürlich nicht so richtig gelohnt. Das ha! Time to teach him a lesson! Ach, ich habe noch die ganzen nicht identifizierten Essenzen. Plus 5 auf alle Widerstände, das ist nice. Vor allem macht's das überall. Das finde ich sehr schön. I might have something for you. Das weg, das weg, das weg. Das ist auch weg. Kurz hier durchgeguckt, nicht, dass ich mir da irgendwas von leisten könnte. Was nennt sie? Ach Gott, aber das kostet fast all mein Geld. Na, nee. Das ist nicht wert. So, wir könnten theoretisch Katie Stuff nochmal verzaubern, aber eigentlich möchte ich erstmal Geld für... Do you want something? Yes, I want something. Erstmal möchte ich hier noch ein bisschen Schaden reinpacken. Ich weiß gerade nur noch nicht was. Lebenspunkte pro Treffer. Ich möchte ein bisschen Eisschaden machen. Wie viel haben wir denn überhaupt? 30. Okay. Einfügen. Einfügen. Nee, Giftschaden ist doof. Hab ich gerade beschlossen. Blitzschaden können wir mitnehmen. Dann haben wir noch 9 übrig. Und dann... Nichts, was Feuerschaden macht oder so? Bedauerlich. Wie viel braucht das? Epische Essenz, okay.
kann ich da einfach reinpacken? Und das kostet mich nichts und das braucht keine Essenzkapazität, das ist ziemlich super. Das ist in der Tat ziemlich super. Ich lasse das aber erstmal dabei. Ich glaube, die möchte ich mir mal aufheben, wenn wir wirklich kurz vorm Endkampf stehen, weil ich dann das in irgendein Item noch reinhauen kann. Weil jetzt kann es eben gut sein, dass ich Items nochmal austausche und dann ist das alles so für die Katz vorbei. Das kann ich ja vorher dann entsockeln, ne? Das kostet mich dann zwar Geld, aber das ist ja okay. Da haben wir überhaupt noch voll viel Platz. Zählte das auch mit als Waffe oder was machte das? Basiskörper? Nee, das ist nicht Waffe, das zählt mit als Zubehör. Okay, was haben wir denn Tolles beim Zubehörgeschick? Basisgeschick könnte man nehmen, ja okay. Basismana, Zorn, Basiszauberkraft. Basiszauberkraft ist okay. Oh, was, das kostet jetzt 62.000, das einzufügen? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Pff, warum ist denn das so teuer? Holy shit. Stimmt, weil es ein Unique ist. Okay, dann lassen wir das. Bedauerlich. Gut, dann gehen wir mal zurück. Dahin, ne? Insel des Schreckens? Ich glaube, ne?